29. November 1947. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen tritt zusammen. Auf der Tagesordnung steht ein besonderes Projekt. Resolution 181. Ein Plan zur Teilung Palästinas in zwei Staaten. Einen jüdischen und einen arabischen. Die meisten jüdischen Vertreter hegen keine Hoffnung auf ein positives Ergebnis. Auch die arabische Seite ist sich sicher, dass heute und hier keine Entscheidung zur Teilung Palästinas fallen wird. Zur Annahme der Resolution müssen 2/3 der 56 Mitgliedstaaten zustimmen. Das scheint unmöglich. Aber hinter den Kulissen wird noch fleißig um die fehlenden Stimmen gerungen. Aus den unterschiedlichsten Gründen haben einige Mitgliedstaaten ein starkes Interesse, vor allem an der Gründung eines jüdischen Staates. Die Idee zu einem Staat für die Juden wird am Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Vordenker ist Theodor Herzl, ein österreichischer Jude. Aufgeschreckt durch den wachsenden Antisemitismus in Europa, schreibt er in seinem Buch Der Judenstaat bereits 1896: Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Gebt uns Souveränität über genügend Land für unser Volk, um den Rest kümmern wir uns selbst. 1897 wird in Basel die Zionistische Weltorganisation gegründet, mit Theodor Herzl als erstem Präsidenten. Er löst ungeheure Begeisterung aus. Die gemeinsame Losung lautet nun: Nächstes Jahr in Jerusalem. Als Herzl sein zionistisches Projekt vorstellte, stieß er auf vehemente Ablehnung der konservativen orthodoxen Rabbis. Das war am Ende des 19. Jahrhunderts. Alle waren dagegen. Sie hielten es für eine Sünde, denn die Diaspora der Juden sei eine göttliche Strafe. Und nur der Messias alleine könne sein Volk zurück ins Heilige Land führen. Herzl sagte, Religion und Staat müssen getrennt sein. Nicht die Rabbis haben das Sagen, die sollen in der Synagoge bleiben. 1905, ein Jahr nach Herzls Tod, wählt die zionistische Weltorganisation Palästina als Heimstätte für die Juden aus. Andere Vorschläge, etwa Uganda oder Argentinien, finden keine Zustimmung. Zu deutlich klingt den Delegierten noch der Ruf »Nächstes Jahr in Jerusalem« in den Ohren. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Die erinnern daran, dass bereits seit Jahrhunderten Araber in Palästina ihre Heimat haben, dort leben und auch dort bleiben wollen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten dort Zehntausende Juden und eine halbe Million Araber. Damals gab es keine Kluft zwischen Arabern und Juden. Sie haben sich gut verstanden. In Jerusalem zum Beispiel wurde Land zwischen ihnen hin und her verkauft. Man kann nicht abstreiten, dass es dort damals auch Juden gab. Sie hatten ihre Kultur und ihre Wurzeln da. Ende des 19. Jahrhunderts veranlassen Pogrome in Russland immer mehr Juden, von dort auszuwandern. Viele gehen in die USA. Aber einige junge Zionisten wollen ihren Traum in Palästina verwirklichen. Eine Gruppe kam, kaufte Land in Rishon LeZion und blieb da. Das Komische war, dass selbst diese ersten Zionisten schon von ihrem Land sprachen. Und die Araber bekamen das mit. Ich glaube, genau in dem Moment begann bereits der arabisch-jüdische Konflikt. Arabische Dokumente von 1907 sprechen schon von einem riesigen Projekt, um uns zu vertreiben. Die westliche Welt sieht in Palästina nicht mehr als ein verlassenes, weitestgehend unbewohntes Gebiet.
Kennen Sie das Sprichwort? Die Braut ist schön, aber schon verheiratet. Sie wollten es nicht wahrhaben. Also erfanden sie eine Parole, mit der sie rechtfertigten, dass fremde Menschen sich hier auf dem Land der dort lebenden Bevölkerung niederließen. Sie erzählten der ganzen Welt von dem Land ohne Menschen für Menschen ohne ein Land. Das war die schlimmste Lüge. Sie behaupteten, das Land in ein Paradies zu verwandeln. Ach, das war doch alles Wüste. Nur gut, dass wir gekommen sind. Dieses Märchen stammt aus dem 19. Jahrhundert, als die europäischen Mächte begannen, das Heilige Land als verwahrlostes Land zu beschreiben, das man unter allen Umständen wieder zum Leben erwecken musste. Die zionistische Bewegung steckt immer mehr Juden mit ihrer Begeisterung an. Sie kommen und kaufen Land. Zwischen 1908 und 1913 werden 11 neue jüdische Siedlungen gegründet. Gleichzeitig gibt es erste arabische Proteste gegen die Zionisten. Die Palästinenser befürchten den Ausverkauf ihres Landes. Wie kann ein Araber in Frieden mit Menschen leben, die sein Land kaufen und da einen jüdischen Staat gründen wollen? Nicht einen arabischen und jüdischen, einen jüdischen. Die Spannungen nahmen mit jeder einzelnen Einwanderungswelle weiter zu. Die Araber begriffen, dass ihnen ihr Land entglitt. Vor Beginn des Ersten Weltkriegs haben sich die Briten die Unterstützung der Araber gesichert, indem sie ihnen ein arabisches Großreich in Aussicht stellen. Aber sie wollen auch die vermeintliche Macht der Juden für sich nutzen und unterstützen den Zionismus. So werden auf beiden Seiten Hoffnungen geweckt. James Balfour, der damalige britische Außenminister, will die im Geheimen bereits geplante britische Kontrolle Palästinas vorbereiten und sich dafür auch den Rückhalt der Zionisten sichern. Deshalb schreibt er 1917 an deren Führung: Die Regierung Ihrer Majestät befürwortet die Schaffung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk. Sie wird alles daran setzen, dies zu erreichen. Dabei sollten die Rechte bestehender nicht-jüdischer Gemeinschaften gewahrt bleiben. Mit der Balfour-Deklaration 1917 schenkte die Kolonialmacht jemandem etwas, das ihr gar nicht gehörte. 1917, als die britische Regierung sich des zionistischen Projekts annahm, eine Nation für die Juden in Palästina zu schaffen, waren 98% der Bevölkerung Palästinenser. Von Anfang an war den Briten klar, dass, wenn sie auf Dauer in der Region bleiben wollten, sie einen Keil in die Bevölkerung treiben mussten. Der erste Schritt dazu war absolut pervers. Sie schufen etwas, das es bis dahin nie gegeben hatte. In der ersten Volkszählung wurde unterschieden nach Jüdisch und Arabisch. So als wollten sie sagen, wenn sie sich bekämpfen, werden wir auf ewig der Schiedsrichter sein. . 1922 überträgt der Völkerbund das Mandat für Palästina an die Briten. Sie fördern die Einwanderung von Juden. In den ersten Jahren sind es mehr als 60.000. Je mehr Juden nach Palästina kommen, desto schwieriger wird die Situation mit den dort lebenden Arabern. Im Laufe der 20er Jahre wachsen die Spannungen. Es kommt zu gewalttätigen Ausschreitungen. Die Briten haben zunehmend Mühe, die beiden Volksgruppen zu befrieden. . 1933 kamen die Nazis in Deutschland an die Macht und fingen an, die Juden zu verfolgen. Von Beginn an lassen die Nazis keinen Zweifel an ihrem Hass auf die Juden. Bereits 1933 rufen sie zum Boykott aller jüdischen Geschäfte auf. Angesichts der bedrohlichen Lage unterschreibt die Jewish Agency eine Vereinbarung mit den Nazis. Deutsche Juden können nach Palästina auswandern, wenn sie ihren Besitz zurücklassen. Mehr als 30.000 Juden verlassen Deutschland und gehen nach Palästina. Es sind überwiegend Intellektuelle, Künstler, Wissenschaftler und Architekten.
Viele Unternehmen werden gegründet. Tel Aviv wächst schnell zu einer Stadt mit 150.000 Einwohnern heran. Die Strände und Promenaden sind voller Menschen. Elegante Cafés eröffnen und es sieht aus wie in einer europäischen Metropole. Aber die heitere Stimmung wird nicht von Dauer sein. Ben-Gurion, der mit 20 Jahren aus Polen eingewandert ist, wird 1935 Vorsitzender der Jewish Agency. Die Verwirklichung des Traums vom jüdischen Staat wird zu seiner Lebensaufgabe. Er wollte den Staat jetzt. Sofort. Seine Freunde hingegen begriffen, dass das Zeit brauchte. Ben-Gurion ist nicht nur politischer Führer. Er befehligt auch die Haganah, eine paramilitärische Organisation. Sie ist von den Briten verboten und agiert im Untergrund. Die arabische Bevölkerung fühlt sich zunehmend diskriminiert und gedemütigt. Im Frühjahr 1936 rufen palästinensische Araber zum Generalstreik auf, mit dem Ziel, die jüdische Einwanderung zu beenden und kein Land mehr an Juden zu verkaufen. Der arabische Widerstand richtet sich bald nicht nur gegen die Juden, sondern auch gegen die britische Präsenz in Palästina. Eine besonders schillernde Figur auf arabischer Seite ist in dieser Zeit Amin el-Husseini, der Großmufti von Jerusalem. Der Mufti war der Anführer des palästinensischen Volkes. Ein schrecklicher Mann, der in seinem Nationalismus sogar die Nazis gut fand. Nicht nur, weil sie auch Gegner der Briten und Juden waren, sondern weil er tatsächlich mit der Nazi-Ideologie sympathisierte. Der Mufti reiste nach Berlin und wollte eine SS-Truppe zusammenstellen. Muslimische Soldaten. Er wollte, dass die Deutschen mit Soldaten nach Palästina kämen und mit ihm gegen die Juden kämpften. Eigentlich hatte der Mufti nichts zu sagen in Deutschland. Und Hitler nahm ihn wohl auch nicht sehr ernst. Aber mit Eichmann verstand er sich ausgezeichnet. Sie hatten ein gemeinsames Ziel, die Juden loswerden. Mit den Nürnberger Rassengesetzen schaffen die Nazis 1935 die juristische Grundlage für die Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. Jetzt sind Eheschließungen zwischen Juden und Nichtjuden verboten. Den Juden werden alle politischen Rechte aberkannt. Gleichzeitig wird den Juden auch der Weg nach Palästina versperrt. Die Briten schränken die Einwanderung immer stärker ein. Und es gibt kaum Alternativen. Denn kein Land ist bereit, seine Grenzen uneingeschränkt für Juden zu öffnen. Großbritannien unternimmt 1939 noch einen Versuch, Juden und Araber an den Verhandlungstisch zu bringen. Ohne Ergebnis. Für die Engländer aber ist es wichtig, die Araber im heraufziehenden Weltkrieg als Verbündete zu haben. Deshalb beschließen sie im sogenannten Weißbuch von 1939, in 10 Jahren soll ein unabhängiger Staat Palästina errichtet werden, in dem Araber und Juden gleichermaßen vertreten sind. Die jüdische Einwanderung wird weiter reduziert und der Landkauf durch Juden drastisch eingeschränkt. Es kamen immer noch Menschen, mehrere Tausend. Sie erzählten, was ihnen passiert war. Und wir hatten gedacht, die Ghettos wären das Schlimmste. Aber dann kamen alarmierende Nachrichten aus Polen, von Massakern an verschiedenen Orten. Sie haben es nicht geglaubt. Die Menschen konnten es sich einfach nicht vorstellen. Pogrome ja, Antisemitismus ja. Es schien so schrecklich, dass es nicht wahr sein konnte. Aber bis zum Ende des Jahres begriffen wir die tragische Wahrheit. Grauenhafte Dinge. Menschen, die lebendig begraben wurden. Eltern, die man zwang, ihre Kinder zu vergraben. Massenhinrichtungen vor offenen Gräbern. 1942 erreichte uns ein Telegramm, in dem es hieß, Himmler habe entschieden, bis zum Ende des Jahres 3,5 bis 4 Millionen Juden an geeigneten Orten umzubringen. Mit einem Gas, das sie Zyklon B nannten.
Das alles schien so unvorstellbar, dass das Telegramm in der Schublade verschwand. Aber dann kamen Flüchtlinge, die sagten, genau das passiert. Es stimmt. Sie ermorden uns systematisch. Wie konnten sie ertragen, so etwas zu hören? Es bedeutete, dass sie keine Familie mehr hatten. Niemanden mehr. Ja. 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die Menschen feiern den Sieg über die Nazi-Barbarei. Aber für die 100.000 Juden, die in Europa ohne Heimat umherirren, gibt es immer noch keinen Weg nach Palästina. Meine Zeitung schickte mich nach dem Holocaust nach Europa. Dort habe ich die getroffen, die überlebt hatten. Die überlebenden europäischen Juden. Ich war völlig geschockt, als ich dort ankam. Ich traf auf einige junge Leute, die heimlich nach Palästina wollten, durch Italien und Frankreich. Unterwegs war es kalt, es schneite. Eine ganze Woche war ich mit ihnen unterwegs. Jede Nacht schrie einer von ihnen. Albträume quälten sie. Es war schrecklich. Ich war schockiert. Ich werde das nie vergessen. Nach dem Krieg waren die meisten der Überlebenden verstört und verzweifelt. Sie hatten Schreckliches erlitten und fühlten sich noch dazu jetzt völlig allein auf der Welt. Ich wurde im September 1946 geboren, in einem jüdischen Flüchtlingslager in Österreich, in der Nähe von Linz. Die ersten zwei Jahre bin ich da aufgewachsen. Gerade erst den Konzentrationslagern entkommen, landen viele Überlebende in Deutschland und Österreich in Flüchtlingslagern, wo sie oft nur notdürftig untergebracht werden. Ein Leben ohne Perspektive. Ein amerikanischer Diplomat schreibt dazu: Es ist doch so, dass wir die Juden genauso behandeln, wie es die Nazis getan haben, nur dass wir sie nicht umbringen. Der Krieg war vorbei, aber nicht der Holocaust. Als die Juden in ihre Länder zurückkehrten, nach Polen, Litauen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, mussten sie erleben, dass ihre Häuser besetzt waren. Manche der Heimkehrer wurden umgebracht. Allein in Polen wurden 1945-46 2000 Juden getötet. Das Pogrom in Kielce war nur eines von vielen. Wir haben Polen nach dem Pogrom in Kielce im Sommer 1946 verlassen. Wir hätten in die USA gehen können, aber meine Mutter sagte, dass die Juden nach dem Holocaust dorthin gehen sollten, wo andere Juden lebten. Wir kamen mit einem griechischen Schiff, ohne Genehmigung der Briten, mit falschen Papieren. Als wir ankamen, herrschte Ausgangssperre und meine Mutter sagte: Hilfe, wo sind wir hier gelandet? Was ist das für ein Ort? Die Briten widersetzen sich weiterhin strikt der jüdischen Einwanderung. Viele der Flüchtlinge, die es irgendwie doch bis in den Hafen von Haifa schaffen, werden von den Briten direkt gestoppt und weiter auf britische Deportationsschiffe gebracht und nach Zypern verschifft. Mehr als 50.000 Juden landen dort in streng bewachten Lagern unter schlimmsten Lebensbedingungen. Die meisten dort Internierten sind Holocaust-Überlebende. Hannah Arendt schreibt: Die Internierungslager auf Zypern waren möglich, weil die ganze Welt dachte, das sei doch humaner als Auschwitz. Die Entscheidungen der Briten, als sie sich der jüdischen Einwanderung widersetzt haben, der Hintergrund war kein grundsätzlicher politischer Richtungswechsel. Ihnen war einfach klar, dass man sie bald rausschmeißen würde. Eine groß angelegte Polizeiaktion der Briten führt zur Zuspitzung der Lage. Im Juni 1946 durchsuchen sie jüdische Einrichtungen im Mandatsgebiet und verhaften 2700 mutmaßliche jüdische Terroristen. Ein schwerer Schlag für die Zionisten.
Deren Antwort lässt nicht auf sich warten. Einen Monat später sprengen paramilitärische jüdische Gruppen Teile des King David Hotels in Jerusalem in die Luft, das Hauptquartier der Briten in Palästina. 91 Menschen sterben. Die Briten begreifen, die Lage ist nicht mehr zu kontrollieren. Es ist Zeit zu gehen. Die Auseinandersetzungen wurden immer härter und 1947 eskalierte die Situation. Im April 1947 schieben die Briten das Problem Palästina der UN zu. Eine internationale Kommission empfiehlt, einen jüdischen und einen arabischen Staat zu errichten. Die Briten lehnen diesen Vorschlag ab, wollen aber nun so bald wie möglich Palästina hinter sich lassen. Die palästinensische Führung hat damals nicht begriffen, dass nach dem Holocaust die ganze Welt der Überzeugung war, dass die Opfer eine Wiedergutmachung verdienten und dass die einzig richtige Wiedergutmachung ein eigener jüdischer Staat wäre. Die einzig richtige Lösung nach der Nazi-Barbarei. Zionistische Untergrundgruppen unternehmen 1947 einen weiteren Versuch, die Briten zur Öffnung der Grenzen zu zwingen. Auf einem alten Frachter wollen sie 4.500 Überlebende der Konzentrationslager nach Palästina bringen. Als die Exodus sich Haifa nähert, entern britische Marinesoldaten das Schiff. Dabei kommen 3 Flüchtlinge ums Leben. Alle Passagiere werden im Hafen von Haifa auf britische Gefängnisschiffe gebracht. Die Briten beschließen, an der Exodus ein Exempel zu statuieren und schicken die Flüchtlinge zurück nach Europa. Die Weltöffentlichkeit reagiert empört. Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Am 29. November 1947 tritt die UN-Vollversammlung zusammen, um über den Teilungsplan für Palästina abzustimmen. Es wird mit einer Ablehnung gerechnet, aber die Drahtzieher hinter den Kulissen waren fleißig. Und so weiß keiner, wie es ausgehen wird. Frankreich will sich eigentlich enthalten, aber ein hochemotionales Telegramm der jüdischen Delegation bewegt Frankreichs Delegierten Léon Blum in letzter Minute doch zuzustimmen. US-Präsident Truman spekuliert auf die Stimmen der 4 Millionen Juden in den USA für seine Wiederwahl. Er wirbt mit allen Mitteln für die Resolution. Man erwartete eine Mehrheit gegen den Teilungsplan, aber die Amerikaner spielten auf Zeit. Sie nutzten Thanksgiving als Vorwand und kamen nach dem Feiertag zurück mit der Unterstützung von 2 kleinen Ländern, Haiti und den Philippinen, die die Amerikaner während des Feiertags umgestimmt hatten. Und so veränderten sich die Mehrheitsverhältnisse. Schließlich überrascht auch der sowjetische Delegierte Andrei Gromyko die Versammlung mit einem unerwarteten Sinneswandel und einer pro-zionistischen Rede. Alles ist letztlich eine Frage von Interessen. Die Sowjets wollten die Briten im Nahen Osten ablösen. Sie wollten die Ersten dort sein, bevor ihnen die USA den Platz wegnehmen konnte. Sowjetunion? Yes. United Kingdom? Abstain. France? Yes. The resolution. Und so führt die Abstimmung zu einem völlig unerwarteten Ergebnis. 33 Staaten stimmen für die Teilung. Die Zweidrittelmehrheit ist ganz knapp erreicht. Der UN-Teilungsplan sieht einen jüdischen und einen arabischen Staat in Palästina vor. Jerusalem soll unter internationale Kontrolle kommen. Die Juden feiern. Die Araber dagegen lehnen jede Teilung des Landes ab. Sich gegen den Teilungsplan zu stellen, war ein Fehler der Araber. Ohne Zweifel können wir von heute aus sagen, dass es ein Fehler war. Aber vieles war ein Fehler, nicht nur das.
Es waren immer die Palästinenser, die sich gegen eine Zwei-Staaten-Lösung gewehrt haben. Sie verstanden nicht, warum sie die Hälfte ihrer Heimat aufgeben sollten. Sie verstanden es einfach nicht. Am Tag der UN-Entscheidung war ich noch klein und schlief bereits. Aber meine Mutter weckte mich, damit ich den Tag der Gründung des Staates Israel immer in Erinnerung haben würde. Man hat den Juden einen Staat gegeben. Die Juden feiern ausgelassen. Aber wie wird die Reaktion der Araber aussehen? Ben-Gurion sieht die Gefahr. Heute tanzen die Menschen, sagt er, aber ab morgen wird Blut fließen. Israel wurde im Krieg geboren. Die Menschen tanzten die ganze Nacht am 29. November. Aber die letzten Tänzer sahen die ersten Toten. Der erste Krieg begann mit der Teilung. Ein Krieg zwischen der Haganah und den Palästinensern. Der erste israelisch-palästinensische Konflikt. Die Palästinenser akzeptierten die Entscheidung nicht und fingen einen Krieg an. Die Araber reagieren mit Angriffen überall im Land. In mehreren Städten Israels gehen Bomben hoch. Allein in Jerusalem sterben mehr als 100 Juden. Israel will die den Juden zugesprochenen Gebiete ganz für sich haben. Die palästinensische Bevölkerung sieht sie als Gefahr. Und so beginnt die Haganah im Frühjahr 1948, die Palästinenser zu vertreiben. Es ging dabei immer um Vertreibung und Umsiedlung. Es gab eine klare Ausrichtung der israelischen Politik. Wir kennen heute die Operationspläne der militärischen Gruppen, der jüdischen Armee, damals noch die Haganah. Alle zielten darauf ab, das Gebiet zu räumen. Einige wurden sogar ermordet, damit der Rest begriff, dass es ihr Tod wäre, wenn sie nicht freiwillig gingen. Die Vertreibung der Araber aus den Israel zugesprochenen Gebieten gipfelt am 9. April 1948 in dem Angriff auf ein kleines arabisches Dorf, Deir Yassin. Paramilitärische Kämpfer verüben ein Massaker unter der Dorfbevölkerung, bringen 200 arabische Zivilisten um. Die Menschen waren überzeugt, dass die Zionisten sie umbringen würden. Wir wissen, dass das nicht die Absicht der Zionisten war. Aber sie in großer Zahl zu vertreiben, das schon. Unsere Kinder haben gelernt, dass es zwar traurig ist, dass Menschen starben, aber es sei nicht so wichtig. Wichtig sei, dass sie jetzt ein Land hätten. 14. Mai 1948. Ein historischer Moment. Das Mandat der Briten über Palästina geht zu Ende. Die jüdische Bevölkerung marschiert fahnenschwenkend durch Tel Aviv. Gespannt lauschen die Menschen ihrem künftigen Ministerpräsidenten Ben-Gurion. Wir erklären hiermit den jüdischen Staat mit Namen Israel für gegründet. Wir reichen allen Nachbarn die Hand und bieten ihnen Frieden und gute Nachbarschaft an. Die arabische Seite reagiert sofort. Wir Araber erklären vor Gott und der Geschichte, dass wir uns niemals einer Macht unterwerfen werden, die nach Palästina kam und es geteilt hat. Das britische Mandat ist offiziell beendet. Die britischen Truppen ziehen aus Palästina ab. Kein Jude, kein Araber kommt, um die ungeliebte Kolonialmacht zu verabschieden. Großbritannien verschwindet. Und fortan weht die israelische Fahne über dem Land. Ich war so aufgeregt, dass ich einige Nächte nicht schlafen konnte. Tel Aviv ohne Engländer. Sie waren weg, aber sie hinterließen den Arabern viele Waffen. Die Engländer waren von Anfang an Antizionisten. Und sie glaubten nicht, dass Israel, das in Blut geboren war, sich auf Dauer gegen die Araber würde wehren können. Die Antwort der Araber auf die jüdische Staatsgründung folgt am nächsten Tag. Eine arabische Allianz greift Israel an.
Der erste arabisch-israelische Krieg hat begonnen. Viele arabische Palästinenser in Israel geraten zwischen die Fronten. Die Menschen fühlten sich bedroht. Es schien nicht sicher zu bleiben. Wie meine Eltern in Jaffa. Sie dachten, sie bringen sich woanders in Sicherheit und später würden sie zurückkommen, nach dem Krieg. Aber sie konnten nie mehr zurück. Die Leute sind ja nicht einfach so gegangen. Niemand verlässt freiwillig sein Haus, sein Land. In Kriegszeiten haben Menschen Angst und fliehen. Und sie hoffen, nach dem Krieg wieder zurückzukommen. Besonders Bauern wollen zurück auf ihr Land. Jemand, der das alles erlebt hat, sagte mir, als wir flohen, kamen wir zu Booten, die am Strand von Jaffa auf uns warteten. Sind die von selbst dahin gekommen? Nein, diese Boote wurden dorthin gebracht, damit die Menschen fliehen würden. Unter Vermittlung der UN werden Waffenstillstandsverträge mit den Gegnern geschlossen. Israel hat militärisch gesiegt. Nur Jerusalem wird durch eine Waffenstillstandslinie geteilt. Die Altstadt bleibt den Arabern. Das israelische Territorium hat sich im Vergleich zum UN-Teilungsplan um ein Drittel vergrößert. Das Westjordanland geht an das Königreich Jordanien, der Gazastreifen an Ägypten. Palästina verschwindet von der Weltkarte. Nach dem Krieg siedelten die Israelis auf dem eroberten Land. Manches war staatliches Land, aber vieles waren arabische Dörfer, die man verstaatlichte. Das ist eine historische Tatsache. 10% des palästinensischen Landes haben wir bis 1947 gekauft. Gerade mal 10%. Der Rest wurde annektiert, beschlagnahmt nach dem Krieg 1948. Ein Großteil der arabischen Palästinenser hat während des Palästinakrieges seine Heimat und seinen Besitz verloren. Nur 150.000 sind noch im Land und unterstehen jetzt der israelischen Militärverwaltung. Viele Palästinenser sind immer noch auf der Flucht. Israel lässt sie nicht zurück und niemand anders will sie aufnehmen. Für Juden dagegen stehen nun nach der Gründung des Staates Israel die Grenzen offen. Und sie kommen in Strömen. Hunderttausende Menschen lassen sich in den nächsten Jahren in ihrem gelobten Land nieder. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Überlebende des Holocaust. Aber die neuen Israelis stammen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt. Jeder bringt seine eigene Sprache, Kultur und Tradition mit. Israel steht vor der großen Aufgabe, all diese Menschen zu integrieren. Wir kamen mit dem Schiff hier an. Ich war 6 Jahre alt. Wir kamen aus Buenos Aires in Argentinien. Für uns Kinder war alles ein aufregendes Abenteuer. Ein neues Leben, ein neuer Name, ein neuer Ort, an dem wir von vorne anfangen würden. Es war hart, aber es fühlte sich auch wunderbar an. Die neuen Einwanderer stellen das Land auch wirtschaftlich vor große Probleme. Die vielen Menschen müssen ernährt, gekleidet, versorgt werden. Alles wird knapp. Selbst Nahrungsmittel werden rationiert. Tausende Israelis gehen für Brot und Arbeit auf die Straße. Es gab kaum noch was zu essen. Ende 1951 war alles weg. Und nur die Reparationszahlungen der Deutschen konnten uns retten. Ben-Gurion begriff, dass er die deutschen Reparationszahlungen brauchte, weil die israelische Wirtschaft am Boden lag. Ohne dieses Geld konnte er nichts mehr machen. Begin, Überlebende der Ghettos, die vom linken Flügel sagten, deutsches Geld, nur über unsere Leichen. Aber wir starben ja schon. My people cannot forget its past. But Germany of today is not the Germany of yesterday. Man
Man muss auch die Verfassung der Menschen hier nach dem Krieg verstehen. Dieser große Hass, den sie auf die Deutschen hegten. Als ich einen israelischen Pass bekam, stand da drin, gültig für alle Länder außer Deutschland. Deutsch durfte nicht gesprochen werden. Durch die angespannte Lage mit den arabischen Staaten sehen sich auch die dort lebenden jüdischen Gemeinschaften Repressalien ausgesetzt. Immer mehr dieser Juden machen sich auf den Weg nach Israel. Die meisten arm und bedürftig, ohne jeden Besitz. Innerhalb weniger Jahre kommen so 600.000 Menschen nach Israel. Einige führende israelische Politiker befürworten die Einwanderungswelle, da sie dringend benötigte Arbeitskräfte in Massen ins Land bringt. Aber es gibt auch warnende Stimmen. Ben-Gurion wollte alle Juden hier haben. Sie sagten ihm, unsere Wirtschaft wird zusammenbrechen. Das geht nicht. Wir können nicht innerhalb von 3 Jahren so wachsen. Aber Ben-Gurion hörte gar nicht zu. Er ließ alle Juden herbringen. Israel schickt die meisten Ankömmlinge aufs Land, um dort bei der Feldarbeit zu helfen. Manche Flüchtlinge sind bei der Ankunft geradezu verzweifelt. Alles ist ihnen fremd und die meisten haben keine Ahnung von der Landwirtschaft. Ihre Angst vor dem Neubeginn, vor der ungewissen Zukunft ist groß. Was die nordafrikanischen Juden und die aus arabischen Ländern hier erleiden mussten, verdient einen eigenen Film. Ohne ins Detail gehen zu wollen, sie litten grauenvoll. Ich wuchs in den 50er und 60er Jahren auf. In Tel Aviv gab es praktisch nur Kinder aus europäischen Familien. Erst später habe ich begriffen, dass nicht die ganze israelische Gesellschaft so war. Dass man versuchte, eine europäische Blase um sich zu konstruieren. Die Juden aus Osteuropa übernahmen die Kontrolle. Sie waren die Anführer der zionistischen Bewegung und dann führten sie unser Land. Die Juden aus den arabischen Ländern behandelten sie wie eine minderwertige Rasse. Es galt, die Asiaten kommen. Die Orientalen haben keine Kultur und die meisten sind Analphabeten. Die Ignoranz und Verachtung, mit der die Ankömmlinge behandelt werden, empört einige von Ben-Gurions Regierungskollegen. Wir zerstören diese Menschen, werfen sie ihm vor. Aber Ben-Gurion bleibt unnachgiebig. Je mehr Menschen ins Land kommen, desto stärker wird es. Davon ist er überzeugt. Ben-Gurion forderte die Frauen auf, mehr Kinder zu bekommen. Aber am Ende bekamen nicht die Kinder, von denen er es wollte. Er war frustriert. Das Land war nicht so, wie er es gewollt hatte. Er war enttäuscht, nicht nur von den arabischen Juden. Was tun? Es gab kein anderes Volk. Es war unser Volk. Zu Beginn der 50er Jahre wächst die Bevölkerung Israels in kurzer Zeit um 10%. Das verstärkt die Spannungen mit den Arabern noch. 1952 wird in Ägypten gegen König Farouk geputscht. Kurze Zeit später übernimmt Jamal Abdel Nasser die Macht. Israel sieht sich zunehmend Angriffen palästinensischer Kämpfer ausgesetzt, die von ägyptischem Territorium aus agieren. 1956 wachsen die Spannungen zwischen beiden Ländern. Im Juli 1956 verkündet Abdel Nasser die Verstaatlichung des Suezkanals und sperrt den wichtigen Handelsweg für israelische Schiffe. Dies führt im Oktober zu einer internationalen Krise. Großbritannien, Frankreich und Israel greifen Ägypten an, auch mit dem Ziel, Nasser zu stürzen. Schnell nehmen die Israelis die Sinai-Halbinsel und Gaza ein. Britische und französische Fallschirmjäger landen in Port Said. Ich war als Soldat in verschiedenen Kriegen mit dabei. Meistens hatten wir keine Wahl.
Außer damals, 1956, als Moshe Dayan mit den Engländern und den Franzosen Ägypten angegriffen hat. Die Intervention wird von den USA, die einen Konflikt mit der Sowjetunion vermeiden wollen, und den Vereinten Nationen verurteilt. Im November 1956 erzwingen sie einen Waffenstillstand und den Rückzug auch der israelischen Streitkräfte. Insgesamt ein militärisches und politisches Fiasko, aus dem Nasser als der große Sieger hervorgeht. Für Ben-Gurion ist es eine auch persönlich schmerzhafte Niederlage. Im Juni 1963 tritt er von all seinen Ämtern zurück, nachdem er mehr als 14 Jahre lang das Land als Premierminister geführt hat. Ben-Gurion war ein Machiavelli. Ohne ihn hätte es den Staat Israel niemals gegeben. Wir, das palästinensische Volk, haben einen hohen Preis für die Geburt dieses Staates Israel bezahlt. Die Israelis glaubten, dass die Palästinenser mit der Zeit Palästina vergessen und woanders leben würden. Nach einigen Generationen würden sie sich gar nicht mehr an Palästina erinnern und sich nicht mehr mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Aber das stimmt nicht. Ben-Gurion sagte, in 20 Jahren haben sie vergessen, dass sie mal ein Volk waren. Gott sei Dank hatte er Unrecht. Auch heute noch ist die Verbindung der Palästinenser zu ihrem Land sehr stark. Die arabischen Führer sind mit Fragen der eigenen Macht beschäftigt. So hat auch die Gründung der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO 1964 wohl vor allem zum Ziel, das wachsende palästinensische Nationalgefühl für die panarabische Bewegung zu nutzen. So bekam die palästinensische Frage mehr Gewicht. Die arabische Welt konnte sich hinter diesem Thema sammeln und hatte ein gemeinsames zentrales Thema. Abdel Nasser wählt den ersten Präsidenten der PLO aus, einen persönlichen Freund, den Palästinenser Ahmad Shukairi. Die Vertreibung der Palästinenser Ende der 40er Jahre war der Versuch, das palästinensische Volk zu zerstören. Und wenn du versuchst, jemanden zu zerstören, ihn mit dem Rücken an der Wand hast, dann verteidigt er sich. Palästinensische Kampftruppen verüben immer wieder Anschläge auf die Zivilbevölkerung. Ein Versuch, die Moral der israelischen Gesellschaft zu untergraben. Und die reagiert, auch auf die wirtschaftliche Krise, in der das Land steckt. Zehntausende Israelis wandern enttäuscht wieder aus. 1965 steckte Israel in einer tiefen Rezession. Die wirtschaftliche Situation war katastrophal. Kein Geld, nichts. Wir lebten alle sehr bescheiden. Von den syrischen Golanhöhen aus kommt es im Frühjahr 1967 zu Angriffen auf israelische Siedlungen in Nordisrael. Im Gegenzug schießen die Israelis im April 7 syrische Kampfflugzeuge ab. Der Konflikt eskaliert. Der ägyptische Präsident Nasser lässt seine Truppen im Sinai aufmarschieren und fordert die UN-Friedenstruppen auf, das Gebiet zu verlassen. Die UN akzeptiert. Dann lässt Nasser die Straße von Tiran für die israelische Schifffahrt schließen, womit der für Israel überlebenswichtige Hafen Eilat nicht mehr erreichbar ist. Ein Krieg scheint unausweichlich. Wochenlang stand das ganze Land unter unglaublicher Spannung. Keiner ging mehr arbeiten. Das hält ein Land ein paar Wochen aus, aber nicht ewig. Es war eine Stimmung wie bei einem Pogrom. In Kairo sieht man an jeder Straßenkreuzung symbolisch aufgehängte Judenfiguren. Abdel Nasser und sein syrischer Amtskollege sprechen offen von einem bevorstehenden Krieg gegen Israel. Ich erinnere mich, wie meine Mutter die Fenster mit Isolierband abklebte. Die Bomben konnten jeden Moment fallen. Wir fühlten uns in großer Gefahr.
Freiwillige graben Erdlöcher für Tausende von israelischen Opfern, mit denen angeblich zu rechnen ist. Ich war 11 damals und hatte das Gefühl, dass dieser Krieg mich beschützen sollte. So präsentierte man uns das. Und wir hörten es ja auch über das arabische Radio. Sie sagten die ganze Zeit, dass sie gewinnen würden. Es machte uns große Angst. Über das Radio, im Fernsehen, überall ist der Satz zu hören: Israel muss vernichtet werden. Der Begriff vernichten ist ein bewusst gewählter Bezug zum Holocaust. Die Israelis erwarten Schlimmstes. Wir hatten Angst, dass sie uns ins Meer werfen würden. Man würde uns hassen, uns vernichten. Wir fühlten bereits das Grauen des Holocaust, so als ob er jeden Moment über uns hereinbrechen könnte. Ohne die Zustimmung der Amerikaner einzuholen, beschließt Israel einen Überraschungsangriff seiner Luftwaffe. Am 5. Juni 1967 zerstört die israelische Luftwaffe innerhalb weniger Stunden mehr als 400 Flugzeuge der Ägypter bereits am Boden. Danach rücken israelische Bodentruppen mit 70.000 Soldaten und 700 Panzern gegen die ägyptischen Stellungen im Gazastreifen und auf dem Sinai vor. Bereits am Ende des ersten Tages stehen die ägyptischen Truppen am Rande der Niederlage. Am zweiten Tag rücken die Israelis ohne große Gegenwehr auf den Sinai vor und besetzen ihn. Es ist nur zum Sechstagekrieg gekommen, weil die Generäle dachten, die ägyptische Armee sei schwach und es sei der richtige Zeitpunkt, anzugreifen und Gebiete zu erobern. Das ist die ganze Wahrheit. Die Aussage, dass uns Vernichtung drohte, war eine Lüge. Das weiß heute jeder. Und mein Vater hat das sofort gesagt. Selbst die Protagonisten des Sechstagekrieges auf israelischer Seite gaben das später unumwunden zu. Menachem Begin: Nasser hätte uns nicht angegriffen. Wir sollten ehrlich mit uns sein. Wir entschieden uns, sie anzugreifen. Yitzhak Rabin: Ich glaube nicht, dass Nasser Krieg wollte. Die Truppen, die er in den Sinai geschickt hat, waren nicht ausreichend für einen Angriff. Und Moshe Dayan: Die Idee, dass Syrien vor dem Sechstagekrieg eine Bedrohung für Israel war, ist geradezu lächerlich. Israel erobert den von Ägypten verwalteten Gazastreifen und das Westjordanland sowie Ostjerusalem. Ursprünglich war die Einnahme Jerusalems kein strategisches Ziel gewesen. Aber militärisch ist plötzlich alles möglich. Und es erscheint als Triumph, sich wieder einer der heiligsten jüdischen Stätten, der Klagemauer, zu nähern. Moshe Dayan und Yitzhak Rabin besuchen noch an den Kriegstagen die Klagemauer. Nach 19 Jahren Teilung besetzen die Israelis wieder ganz Jerusalem. Moshe Dayan nimmt ohne weitere Rücksprache mit seiner Regierung auch das Westjordanland und die syrischen Golanhöhen mit seinen Truppen ein. So will er verhindern, dass die USA und die Sowjetunion wieder eingreifen und wie 1956 auf einer Beendigung des Kampfes bestehen könnten. Es war nicht geplant, die Golanhöhen einzunehmen, aber die Militärs übten enormen Druck aus. Sie wollten weitere feindliche Angriffe von den Höhen aus unterbinden und deshalb besetzten sie den Golan. Und genau da veränderte sich der Charakter des Krieges. Es wurde ein allgemeiner Krieg. Am 10. Juni endet der Sechstagekrieg mit einem vom UNO-Sicherheitsrat verfügten Waffenstillstand. Israel hat auf ganzer Linie gesiegt. Der Osten Jerusalems ist annektiert und die israelische Armee vertreibt die Palästinenser aus der Altstadt. Die Eroberung Jerusalems war aus Verteidigungsgründen nicht notwendig. Es war eine romantische Eroberung. Und romantische Anwandlungen in der Politik sind immer gefährlich. In nur 6 Tagen hat Israel das Westjordanland, den arabischen Teil Jerusalems, die Golanhöhen, den Gazastreifen und den Sinai bis zum Suezkanal eingenommen. 1 Million Araber leben nun unter israelischer Verwaltung. Das Staatsgebiet Israels hat sich mehr als verdreifacht.
Lebten die Israelis vorher in Angst vor totaler Vernichtung, erleben sie sich jetzt als Sieger. Nach dem Kampf um Jerusalem brachte man uns an die Klagemauer. Und dort sah ich Menschen, alle nicht religiös wie auch ich, die sagten, das hier sei ein heiliger Ort. Wir hatten das Gefühl, der Messias sei gekommen. Das Ganze hatte eine enorme Wirkung auf viele. Religiöse, die zu Nationalisten wurden. Sogar junge Leute, die vorher gar nicht religiös waren. Auf jeden Fall waren die Religiösen jetzt politisch rechts. Die Gehirnwäsche funktionierte. Wie alle machte ich mit bei der großen nationalistischen religiösen Orgie. Ich war erst 14. Und glaubte zu wissen, dass wir nach Hause gekommen waren und die Gebiete befreit hatten. Und das Verrückteste, ich kann mich nicht erinnern, dabei auch nur einen Araber gesehen zu haben. Es gab eine neue Welle palästinensischer Flüchtlinge, diesmal aus dem Westjordanland. Die Flüchtlinge von 67 trafen auf die von 48. 150.000 Menschen verließen ihre Heimat. Das Flüchtlingsproblem wurde noch größer. Niemand hat gedacht, dass die Besetzung lange andauern würde. Wir dachten, es sei nur vorübergehend. Die Regierung hatte gesagt, dass sie die eroberten Gebiete als Ass bei den Friedensverhandlungen nutzen wollte. Wir hatten das Gefühl, es würde bald vorbei sein. Alles wäre wieder normal. Aber wir begriffen, dass das nicht stimmte. Am 1. September 1967 versammeln sich die Führer der arabischen Welt in Khartoum. Sie verabschieden eine Resolution, die ihre Politik für lange Zeit bestimmen wird. Sie rufen auf zum Krieg gegen Israel, zur Verteidigung der Rechte der Palästinenser. Und sie beschließen drei fatale Neins. Nein zu einer Anerkennung Israels, Nein zu Verhandlungen und Nein zum Frieden. Es gab nicht sofort Widerstand gegen die Besetzung. Am Anfang waren die Palästinenser in Schockstarre, traumatisiert. Sie wussten nicht, was sie machen sollten. Dann hatte die israelische Seite die Idee, die Besetzung als eine liberale Besetzung zu verkaufen. Als ob es so etwas überhaupt gäbe. Nach 67 blühte ein messianischer Zionismus im Land. Dessen Ziel war nicht Freiheit oder die Unabhängigkeit des israelischen Volkes. Sie wollten die Juden zurück auf den Pfad ihrer biblischen Vergangenheit führen. Für die religiösen Nationalisten ist der Sieg, vor allem die Befreiung der Klagemauer, ein Wunder, das nur bedeuten kann, dass die Ankunft des Messias bevorsteht. Im März 1968 ziehen die ersten von ihnen ins gerade erst besetzte Westjordanland. "1967 wurden wir plötzlich zur Besatzungsmacht. Eine kolonialistische Gesellschaft. Das verändert. Wir verhielten uns anders." In diesem Moment veränderte Israel sich. Eigentlich war das politische Programm doch gewesen, Frieden mit den Arabern zu schließen, sich in der Region zu integrieren und in Frieden zu leben. Anfang der 70er Jahre beginnen die israelischen Truppen, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben, um dort jüdische Siedlungen zu bauen. Nationalreligiöse Gruppen lassen sich in verschiedenen Gegenden des Westjordanlandes nieder. Die dort noch lebenden Palästinenser stehen nun unter direkter militärischer Kontrolle der Israelis. Langsam begriffen wir, was die Besetzung für uns wirklich bedeutete. Es bedeutete, dass uns unser Land Stück für Stück genommen werden würde und israelische Siedlungen darauf gebaut werden würden.
Viele unserer Führer auf palästinensischer Seite haben sich längst mit der heutigen Situation abgefunden. Auch wenn das keiner laut sagt. Es ist eine niederschmetternde, verstörende und bedauernswerte Situation. Aber unsere Führung ist bereit, so weiterzumachen. Die israelische Gesellschaft meint, wenn man nicht über die Besetzung redet, gibt es sie auch nicht. Es geschieht eine halbe Stunde entfernt von uns. Aber kaum ein Israeli war jemals dort. Sie wollen gar nicht wissen, was dort passiert. Es wird alles nur übertüncht. Aber natürlich können wir reden. Wir werden unterschreiben, Hände schütteln. Alles, damit keiner merkt, dass die Bagger weiterarbeiten. Es gibt keine politische Absicht, die Siedlungen zu stoppen. Die jüdische Bevölkerung des Westjordanlandes ist seit den 70er Jahren kontinuierlich gewachsen. Heute leben fast 400.000 Israelis dort. Die Zwei-Staaten-Lösung im klassischen Sinne wird nicht kommen, es sei denn, es geschieht ein Wunder. Nicht nur Elias Sanbar oder ich sagen das. Ich glaube, jeder, der die Entwicklung beobachtet, kann das sehen. Ich glaube nicht, dass Frieden unmöglich ist. Aber ich fürchte, wir wollen es nicht. Und je mehr Zeit vergeht, desto komplizierter wird es. Und schließlich werden die Leute sagen, wir brauchen keinen Frieden mehr. Vergessen wir ihn einfach. Als ich in den Widerstand ging, war ich 20, jetzt bin ich 70. Wenn ich glauben würde, dass es keine Lösung gibt, warum sollte ich weiter mit dem Kopf gegen die Wand laufen? Kein Konflikt dauert ewig, obwohl dieser hier schon mehr als ein Jahrhundert dauert. Dort, wo ich lebe, in Ost-Jerusalem, hat keiner eine Staatsangehörigkeit. Wir haben keine Pässe. Wir haben keine Staatsangehörigkeit. Wir haben kein Land. Ich bin weder Israeli, noch Jordanier, noch Ägypter, Tunesier, Franzose oder Italiener. Ich bin nichts. Wird Weisheit und Zurückhaltung Fanatismus und Dummheit besiegen? Ich weiß es nicht. Hegel sagt, der Historiker ist der Prophet der Vergangenheit. Der Krieg beginnt, wenn die Diplomatie endet, dann sprechen die Waffen. Ich habe Israels Kriege immer als einen nicht enden wollenden Krieg betrachtet, mit ein paar Unterbrechungen. Es ist ein Konflikt, der nie geendet hat. Und es sieht so aus, als ob er auch noch lange nicht vorbei ist.